Hola y buen dias aus Bolivien. Heute werde ich mal eine kleine Tour machen in ein kleines Nest. Als Großstädter sage ich das mal so, nach El Torno. Liegt nur so ca. 30 Kilometer südlich von Santa Cruz. Hat nur 17.000 Einwohner. Ist auch noch ein bisschen jungfräulich, die Stadt. Wurde erst Mitte im letzten Jahrhundert errichtet, gegründet. Die Stadt liegt am Fluss von Paraí und dort bin ich mit dem Andreas verabredet, der schon mehrere Monate da lebt und wird mir die Stadt ein bisschen vorstellen und euch natürlich auch. Und los geht's! Bevor ich in El Torno ankomme, hier ein paar Eindrücke von der Fahrt. In Santa Cruz war es noch etwas stressig, es war viel Verkehr. Gut, es war auch Samstag, denn gehen viele einkaufen, viele wollen rausfahren. Und auch in Hauptstraßen gibt es diese Rompa Mujeres. Was das ist, zeige ich euch gleich. Außerhalb der Stadt wurde es dann schon erheblich ruhiger. Überall an der Straße findet man kleine Tiendas, hier eine Tiendastraße, sage ich mal. Ja, Dinge für den täglichen Bedarf oder man möchte noch was essen. Hier auch außerhalb gibt es Bike-Taxis, die man also eher aus dem asiatischen Raum kennt. Ja, auf der ganzen Fahrt, ich fand es einen wunderschönen Blick, es war fantastisch. Hier, das ist ein Rompa Mujeres. Hier habt ihr das gleich nochmal. So, ich bin in El Torno angekommen. Hier, der Andreas ist auch hier. Mit dem hatte ich mich ja verabredet. Er wird uns jetzt hier in El Torno so ein bisschen rumführen. Andreas, sei herzlich gegrüßt. Sie seid ebenfalls gegrüßt, alle, die zusehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten und los geht's. Ja, Andreas, jetzt hast du mich hier zum Fluss gefahren. Erzähl mir doch mal, beziehungsweise den Leuten in Deutschland, was El Torno so zu bieten hat. Und nicht zu bieten hat. Also das ist eigentlich relativ einfach. Nicht zu bieten hat El Torno einen Supermarkt. Also hier gibt es keinen Hypermaxi. Das heißt also alles das, was man aus Deutschland aus Supermärkten kennt, ist entweder hier ganz vereinzelt in den kleinen Tiendas zu kaufen oder auf den Märkten. Der Vorteil ist halt, das Obst, was man hier kauft und die Früchte, die man kauft, die sind natürlich noch um einiges frischer. Allerdings kriegt man das natürlich in Santa Cruz oder anderen Großstädten, auch auf den großen Märkten. Der Vorteil, gerade in Bezug auf den Maßnahmen, ist hier, dass es hier eigentlich niemanden interessiert, ob du das geträgst oder nicht. Das Einzige, wo darauf bestanden wird, dass man das aufzieht, hier in El Torno, ist halt bei der Bank, wo wir gerade hier am Fluss sind. Das war also vor ungefähr drei Wochen, war das hier alles komplett überschwemmt. Also da, wo das Schild steht hier vorne, da dürfte Oberkante Schild ungefähr der Wasserstand gewesen sein. Normalerweise kommt man hier, man sieht auch da drüben den Hund, kann man hier rüberlaufen. Wie gesagt, vor 3 Wochen standen die Leute da drüben und haben gewunken, weil wenn sie dann irgendwo hin wollten, dann ging es hier irgendwie flussaufwärts. So einen guten 1,5 Kilometer oder so und da kommt eine Brücke. Ja, Andreas, wo hast du mich denn bzw. die Zuschauer jetzt hingeführt? Ja, hier sind wir jetzt an der Plaza, an dem zentralen Platz, den es eigentlich in jeder etwas größeren Ansiedlung gibt. Hier wird also sehr viel auch für das Volk oder für die Einwohner getan. Abends ist dieser Platz wunderschön erleuchtet, schön dezent. In der Mitte gibt es eine Pagode, wo man ab und zu irgendwelche Musiker spielen lässt oder so. Dahinter ist ein Springbrunnen, der abends
angeschaltet ist. Hinter diesem Pagode ist jetzt der Springbrunnen. Lass uns mal hier rumgehen. Ja, lass uns dahin. Da vorne ist die Hauptstraße. Na, hier diese Düsen, da sprüht dann abends das Wasser raus. Ist auch indirekt beleuchtet. Go-Kart-Fahrräder und Elektroroller und sowas vermietet, mit denen die Leute dann hier um den Platz cruisen. Also mit anderen Worten, abends tobt das Leben hier. Naja, also Leben toben würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist immer sehr entspannend und sehr beruhigend. Hier sind dann auch immer so Hamburger-Bratereien. Da gibt es also einen recht individuellen Hamburger mit Spiegelei. Oh, naja. Spiegelei, Speck und Mortadella. Naja, die Geschmäcker sind eben halt von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es dann so eine halbe Handvoll Pommes dazu und das ganze Ding kostet 1,30 Euro. Ja? Ja. Also kann man nicht meckern. Ja? Und hier da vorne stehen zum Beispiel Kickertische und ein Trampolin für die Kiddies und für die Jugendlichen. Und das ist so ein Anlaufpunkt, wenn es dunkel wird. Und hier schauen wir dann links auf die Hauptstraße. Da fahren wir nachher nochmal. Da fahren wir jetzt gleich nochmal schön vorbei und machen mal eine Gesamtaufnahme. Auf der linken Seite ist ein breiter Gehweg mehr oder weniger, wo dann gegen Abend auch freie Händler, ich sag mal so in einer Art Flohmarkt, da kann jeder sich eine Decke ausbreiten und Dinge anbieten, die er zu Hause überzählig hat oder so. Es gibt hier auch verschiedene Event-Location, sage ich mal, wo gerade Freitag, Samstag Musik und Tanz ist. Also ich sag mal so in einer Art Disco. Ne? Das ist eine sehr schöne Plaza und vor allen Dingen, was ich ja auch in Santa Cruz immer wieder festgestellt habe, die haben ja auch so viele kleine Plätze außerhalb des Zentrums. Ja. Und es wird gepflegt, es liegt nichts rum, kein Papier, nichts. Andreas, wo fahren wir jetzt hin? Ich nehme dich jetzt mal Huckepack. Ja. Fahren wir zweimal die Hauptverkehrsstraße, die Hauptstraße ab. Ja. Okay, dann lass uns starten. Ich werde es also aus der Hand filmen. Also ich werde versuchen, das Motorrad ruhig zu halten. Ja, es kann also etwas wackeln. Ja, entschuldigt bitte, ja. So, das hier ist die Einkaufsprachtstraße. Hier gibt es also von Tischen, Stühlen und so weiter eine Tienda nach der anderen. Also bei uns würde man sagen Bütchen oder Kiosk oder sowas. Ja? Also wie die Leute ihr Geld verdienen, ist mir wirklich schleierhaft. Hier gibt es zum Beispiel Mittagstisch. Ja, dann gibt es hier einen Blumenhandel, Großhandel für Tierfutter. Und auch hier in den Querstraßen sind alles noch Geschäfte, wo du alle möglichen Sachen des täglichen Bedarfs kaufen kannst. Also ich sage mal so, verhungern tust du hier nicht? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Alles ist die Gemüse hier, Obst ist genug hier, Eisen, Werkzeug. Und während du in Santa Cruz 15 bis 20 Bolivianos für ein Mittagessen bezahlst, zahlst du hier 10 bis 12. Na ja. Ne? Da ist zum Beispiel 15 inklusive Getränk. Ne? Ja, Veterinärmediziner. Also, was ja auch immer wichtig ist, Andreas, Ärzte, Krankenhaus. Ja, wie gesagt, also eine Klinik ist direkt an der Plaza. Man hat hier auf der gesamten Straße, ich glaube, 6, 7, 8 Pharmazias, also Apotheken. Ja, also gesundheitsmäßig wird man hier jetzt nicht im Stich gelassen. Und wenn wir jetzt etwas vor dem Polizeiwagen da vorne, ist dann so, ich sag mal, das Kerndorf. Hier, falls du brauchst, Spülbecken und sowas. Ja. Andreas, wie schaut es denn jetzt hier
wenn jetzt mal jemand kommen möchte und sich die anderen Hotel, irgendwelche Unterkünfte, sieht es denn hier in El Torno damit aus? Ja, also in El Torno gibt es mehrere von diesen Hotels, Hostels, wo man auch einzelne Zimmer mieten kann. Also jetzt, ich habe hier auf der linken Seite vor zwei Jahren in einem Hostel, das kostete 50 Bolivianos, das waren also irgendwie so, weiß ich nicht, 8 Euro oder sowas. Da hatte ich mein eigenes Zimmer mit eigenem Bad, eigener Dusche, mit Fernseher, also war soweit okay. Ja. Ja. Und hier an dem breiten Streifen hier sind abends mehrere Händler, die halt irgendwie flohmarktmäßig ihre Sachen anbieten. Es gibt jede Menge an Streetfood, sage ich mal. Ja. Hier vorne zum Beispiel, wir können mal kurz einen Schlenker machen. Na, jetzt fahren wir mal hier durch so eine Einkaufsstraße. Du hast also rechts und links Schuhe, Klamotten, Schulbedarf, hier ein bisschen Schmuck und Schminke, ein paar Schuhe, ist eigentlich alles, was man so zum Shoppen haben will. Ja, no? Richtig. Und wie gesagt, das Thema ja schön angesprochen, wir sind ja auch nicht gerade die Schlankesten. Wenn ich jetzt gerade mal so kurz einen Blick jetzt hier geworfen habe, also die Konfektionsgröße der Kleidung. Ich würde sagen, wenn man sich so den Durchschnitts-Bolivianer anschaut, hier klare, die dann auch ein bisschen korpulenter sind, aber sie sind halt auch um einiges kleiner als wir. Das heißt also, Hosen könnten ein bisschen Hochwasser haben, wobei hier also auch sehr viel aus Amerika importiert wird, teilweise auch Secondhand. Ein kurzer Break von mir. Wer es etwas ruhiger haben möchte, abseits von der etwas hektischen Stadt Santa Cruz, kann El Torno eine Alternative sein, weil es ja auch nicht weit weg ist. Wie jetzt da die Wohnmöglichkeiten auf Dauer, Miete, Grundstück, das müsste natürlich dann jeder individuell sich dann noch anschauen. Ja, jetzt sind wir hier die Hauptstraße ja lang gefahren. Andreas, vielen Dank, und wir haben jetzt hier in so einem kleinen Café jetzt Platz genommen, trinken jetzt noch ein bisschen was und haben uns was zu essen bestellt. Zeigen wir euch gleich. Ja, Essen habt ihr gesehen, haben wir gegessen, war ganz lecker. Heute ist Samstag, heute ist ein Stammtisch in Santa Cruz, einer von vielen, und da fahren wir jetzt gleich los. Ich bedanke mich beim Andreas ganz herzlich, dass er mir das gezeigt hat, und euch natürlich auch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, und wie immer, hasta luego. Hasta luego.